Sie sind mitten unter uns und sind ein echter Blickfang in jeder Fußgängerzone der Welt. Straßenkünstler, egal ob Statuen, Pantomime-Künstler oder Musiker. Jeder von uns kennt sie, aber wir wissen nichts über ihr Leben. Welche Menschen stecken hinter den Masken und was haben sie für Geschichten? Wir haben einen Mann aus Gold einfach mal angesprochen. Darf ich ganz kurz stören? Ich bin die Maya von Galileo. Adrian. Hallo Adrian. Wir würden dich gerne einen Tag lang mit der Kamera begleiten und dich näher kennenlernen. Also wenn sie will, sie kann machen morgen am 5 Uhr. Wir sehen uns hier ja in Stadtinformation. Mhm. Und wir machen. Okay, super, sehr gerne. Ja. Dann bis morgen. Volltreffer. Wir dürfen einen Tag lang die wohl bekannteste Statue vom Münchner Marienplatz, den Goldenen Mann, begleiten. Am nächsten Morgen um 5.40 Uhr. Noch ist hier tote Hose. Doch es hat einen Grund, warum wir uns so früh mit Adrian treffen. Adrian, guten Morgen. Ich habe dich fast nicht erkannt. Geht's dir gut? Ja. Was machen wir bei dem Wetter trotzdem? Ja, die Wetter wird jetzt besser, ja. Okay, muss man so früh da sein? Ja, schau mal. Ach, sind das alles Anwärter? Ja, das sind Musikanten und Statuen. Und im Sommer ist Münchens Innenstadt so beliebt, dass schon ab 3 Uhr morgens die Straßenkünstler vor dem Genehmigungsamt warten. Darunter auch immer mehr ältere Menschen. Ich kriege kleine Rente, deswegen muss ich machen. Das Leben ist in München zu teuer. Aber macht es Spaß trotzdem? Ja. Für Statuenkünstler wie Adrian werden nur 3 Genehmigungen pro Tag vergeben. Kommt er zu spät, hat er Pech. Für eine Gebühr von 10 Euro darf Adrian von 12 bis 22 Uhr stillstehen. Ich habe die Genehmigung für heute. Und jetzt. Damit darfst du jetzt zum Arbeit. Dafür braucht der 44-Jährige sein Kostüm. Es geht los. Vom goldenen Podest bis hin zum Hut. Der Rumäne hat alles selbst gebastelt. Ich habe Rumänien gelassen ohne ein Geld. Ich habe alles mein Geld gelassen für die Familie. Über 2 Jahre am Arbeit in Rumänien, wie Koch, Chef. Das heißt, du bist eigentlich Chefkoch? Ja. Okay. Ich war ohne 1 Cent in meine Tasche, weißt du? Über 2 Jahre, jeden Tag Arbeit ohne einen Tag frei. Ich habe gesagt, genug. Es zieht ihn nach Barcelona. Dort inspirieren ihn besonders die Statuenkünstler. Das erste Mal, ich gehe an der Rambla. Ich sehe da Leute, die machen das. Ich habe gesagt, okay, ich kann das machen. Und ich kann das machen besser. Ich habe diese Leute gesehen und habe gesagt, ja. Yeah. Ein Freund leiht ihm 100 Euro. Davon kauft sich Adrian sein erstes Kostüm. Nach einer Woche als Statue kann er sich bereits eine Mietwohnung im Zentrum leisten. Doch die Wirtschaftskrise zwingt ihn und seine Frau Barcelona 5 Jahre später zu verlassen. So viele Leute will diese Weiße wie zu machen. Die goldene Farbe ist Adrians selbstgemischtes Geheimnis. Mittlerweile hat er über 20 Jahre Straßenkunst auf dem Buckel. Adrian hat sich auch als Koch in München beworben. Doch 1.000 Euro für eine 100-Stunden-Woche war sein bisher einziges Angebot. Für dieses Geld ich arbeite nicht. Besser ich schlafe nach Hause. Ich mach's nicht, wenn zum Arbeit für dieses Geld. Und am 9 Uhr in der Früh bis 11 Uhr in der Nacht. Nein, danke. Also ist es für dich keine Alternative, hier als Koch zu arbeiten? Ja, es ist. Gibt's eine. Ich habe kein Problem damit zum Arbeiten. Erste, ich brauche eine Krankversicherung. Ich bin krank, ehrlich. Ich bin krank und ich weiß das. Ich brauche eine Krankversicherung. So, sowieso, ich mache Ende mit der Straße. Ich suche Arbeit. Aber ich habe gesagt, mein Ziel ist der Imbiss. Was für ein Imbiss? Essen für Mitarbeiter in Baustelle oder in andere. Diese armen Leute, weißt du, aber zu machen ein warmes, gutes Essen wie in seinem Land, immer die Leute suchen das. Ist möglich, ist einfach. Braucht nur ein bisschen Glück. Die vielen Jahre mit dem harten Job haben Spuren hinterlassen.
Zu hoher Blutdruck und Atemnot sind nur zwei Leiden, mit denen Adrian täglich zu kämpfen hat. Trotzdem gibt er nicht auf. Das Statuestehen ist laut ihm ein Talent, das ihm in die Wiege gelegt wurde. Es ist 12 Uhr und offizieller Arbeitsbeginn für den Goldenen Mann. Adrian sucht jetzt die bestmögliche Sitzposition, denn Hände und Füße schlafen beim Stillsitzen gerne mal ein. Jetzt heißt es Freeze. Nicht bewegen, nicht blinzeln und möglichst ruhig atmen. Und was denken die Leute über den goldenen Mann? Ich mag das so gerne, immer wenn ich in der Stadt bin, ich stehe stundenlang und beobachte. Der schaut wie ein Denkmal und trotzdem ist er eine Lebendige. Ich glaube, er macht es als Hobby, vielleicht hat er einen Beruf. Also ich meine, wenn ein Obdachloser da sitzt, der den Becher hinhält, ist es so, ich habe den Tunnelblick, aber ich meine, das spricht halt an. Und zwar nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Die gehören zu Adrians besten Kunden. Wann immer ihm jemand Kleingeld in seine Kiste wirft, posiert er für die Kamera. Danach wird wieder stillgestanden, stundenlang. Und was ist sein Trick, nicht zu blinzeln? Wie ein Trick ist, ihn nicht zu bewegen. Die Augen ist zu gefunden einen Punkt und zu gucken in den Punkt da. Wie lange kannst du maximal einen Punkt fixieren? 8 Stunden, 23 Minuten. Und das ohne Pause, wenn es sein muss. Ohne Trinken. Denn dann schwitzt er mehr und das ist schlecht für sein Kostüm. Am schlimmsten. Unangenehme Passanten, die den goldenen Mann provozieren. Aber meine Geduld, es ist noch hoch. Und zu ruinieren meinen Arbeitstag für einen Idiot, ich kann nicht. Also, aber das war noch zivilisiert, ich sage. Komm, diese, wo anfassen, meine, schlag mich in den Kopf. In der Ruck. Siehst du jetzt? Seit über 10 Jahren ist das sein Spot am Münchner Marienplatz. Bisher hat er über 28.000 Euro für Genehmigungen bezahlt. Er kommt zwar über die Runden, aber Geld zurücklegen kann er nicht. Bleibt ihm mal etwas übrig, schickt er es der Familie. Nach 4 Stunden in der prallen Sonne herrschen unter Adrians Outfit unerträgliche Temperaturen. Zu gefährlich für seinen Blutdruck. Sonne in diesem Moment? 45, 50 Grad. Okay, wie eine kleine Sauna. So, ich denke, es ist genug für heute. Und lass uns gehen. Und schau dich, wie koch ich bin. Wo gehen wir jetzt hin? Zu meinem Hause. Ja, super. Ja, ich mache etwas Spezial für Sie. Super. Okay? Ich freue mich. Nach 240 Minuten Stillsitzen sind gerade mal 20 Euro in der Kasse. Das ist nicht Geld für meine Zigaretten und die Genehmigung. Also das war alles. Schau. Ah, noch. Ah, ich bin reich. Oh, ich habe noch. Freue mich. Noch 3 Euro. Tada! Jetzt wie ein Happy Birthday. Seit 10 Stunden ist Adrian jetzt schon auf den Beinen. Noch nie hat er Fremde in seine Wohnung mitgenommen. Der goldene Mann teilt sich ein 25 Quadratmeter Zimmer mit 2 anderen Straßenkünstlern. Jeder zahlt 350 Euro Miete im Monat. So, das ist meine Liebling, meine Küche. Vor 7 Jahren verließ ihn seine Frau. Sie nahm bei der Trennung beide Töchter mit. Adrian bleiben Erinnerungen und Fotos. Ich habe so wie 7 Jahre mit meinen Kindern zusammengespielt und Cartoon sehen. Also so lang. Und ich habe geblieben, wie das. Für mich es ist eine Erinnerung. Wo sind deine Kinder jetzt? In Portugal mit der Mutter. Und wie oft siehst du sie? Keine. Gar nicht? Nein, in den letzten 3 Jahren nichts, nie einmal. Aber Internet. Wenn, ruf mich an. Über Skype dann? Ja, aber ruf nicht. Das ist das Problem.
Nur wenn braucht es was. Nur so. Aber ist egal. Auch. Wie heißen die? Wie? Deine Kinder? Alexandra und Theodora. Hast du Fotos? Ja. Sag mal. Wann Adrian seine Töchter wiedersehen wird, weiß er nicht. Der Schmerz wirft ihn immer wieder zurück und raubt ihm viel Kraft. Kraft, die er eigentlich braucht, um seinen Traum zu verwirklichen. Jetzt. So. Jetzt geben Sie die Rezept, ja? Heute wir haben ein Hähnchenbrustfilet mit Austerpilzen in Weißsauce und dazu Kartoffeln mit Knoblauch und Dill. Mm. Ja. Ja, ist. Auf einmal wirkt Adrian wie ausgewechselt. Kochen ist seine Leidenschaft. Und das merkt man. Als Kind lernt er erste Rezepte von seiner Mutter. Später, während der vierjährigen Ausbildung, weitere in einer Kochschule. Jahrelang arbeitet er als Sous-Chef in einem rumänischen Sternerestaurant. Was kann ich sagen? Guten Appetit. Rumänische Spezialitäten vom goldenen Mann. Das hätten wir heute Morgen sicher nicht erwartet. Das ist die himmlische Rezepte aus Goldmann. Und genauso himmlisch schmeckt es auch. Also wirklich auf deine Kochkunst und auf den goldenen Mann. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Was ich brauche, ist ein bisschen Glück. Wer hätte gedacht, dass sich hinter dem Straßenkünstler ein Chefkoch verbirgt?